Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial auf diesem Kanal. Heute werden wir euch zeigen, wie man einen Schaltkreis mit einer LED am Raspberry Pi aufbaut und diese LED im Anschluss mit Code zum Blinken bringt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Für dieses Tutorial benutzen wir ein Steckbrett, da man schnelle Schaltungen mit dem Steckbrett aufbauen kann, ohne löten zu müssen, was auch erstmal gelernt werden muss. Die einzelnen Löcher des Steckbretts sind reihenweise verbunden. Das heißt zum Beispiel, diese Reihe hier ist verbunden, diese Reihe ist verbunden, diese Reihe ist verbunden und so weiter. Die äußeren Reihen sind für uns jetzt erstmal nicht entscheidend, aber die kommen wahrscheinlich in späteren Tutorials auch noch dran. Zuerst stecken wir die LED an einer beliebigen Stelle auf das Steckbrett. Das sieht dann in nahe folgendermaßen aus. Nun nehmen wir einen 220 Ohm Widerstand, der die Stromstärke des Raspis auf die LED anpasst. Ein ausführliches Tutorial sowohl zur LED als auch zum Widerstand haben wir bereits ein Short gedreht, was ihr euch unten in der Videobeschreibung anschauen könnt. Wichtig dabei ist noch, dass ihr den 220 Ohm Widerstand an die Anode der LED steckt. Wir nehmen Pin 11, da er eine Spannung von 3,3 Volt abgibt, die für unsere LED benötigt wird. Das kürzere Beinchen, also die Kathode, verbinden wir mit einem beliebigen Ground Pin. Nun sieht die Schaltung wie folgt aus. Jetzt muss man den Raspberry Pi nur noch programmieren, damit die LED blinkt. Wir befinden uns jetzt auf dem Desktop unseres Raspberry Pis. Ich habe das Programm schon vorgeschrieben, damit ihr mir nicht beim Tippen zusehen müsst. In der ersten und zweiten Zeile des Programms importieren wir zuerst die Bibliothek rpy.gpio als GPIO und die Bibliothek time. Die Bibliothek rpy.gpio hilft uns, die GPIO-Pins des Raspis anzusteuern. Und die Bibliothek Time hilft uns, mit Zeitoperatoren zu handeln. In der dritten Zeile des Programms sagen wir dem Raspi, dass die Warnmeldungen der GPIO-Pins falsch sind und dass diese nicht beachtet werden müssen. Das ist wichtig, damit eventuelle Fehler nicht beachtet werden. In der fünften Zeile sagen wir dem Raspberry Pi, dass er die GPIO-Pins in der physischen Nummerierung anzählt und sie nicht bei ihrem Namen anspricht. In der siebten Zeile definieren wir den GPIO Pin 11 als Output, sodass er weiß, dass er Strom abgeben muss. In der achten Zeile sagen wir, dass der GPIO Pin 11 erstmal keinen Strom abgeben soll, bis dies im Programm erwähnt wird. In Zeile 10 bis 14 bauen wir eine Vorschleife, die 20 Mal durchlaufen wird. Dabei sagen wir in Zeile 11, dass der Pin 11 mit Strom versorgt werden soll. Dann, in Zeile 12, soll 0,5 Sekunden gewartet werden und anschließend wird der Pin 11 wieder abgeschaltet. Dann wird wieder eine halbe Sekunde gewartet. Dadurch entsteht ein Blinkeffekt. In Zeile 19 werden die GPIO-Pins zurückgesetzt. Dann weiß der Raspi, dass keine weiteren GPIO-Befehle kommen.